Alle 2 Jahre ist Hannover Standort für die Autoausstellung Nutzfahrzeuge. Wenn es nach der Deutschen Messe AG geht, sollte künftig auch ihr Pendant, die internationale Autoausstellung, kurz die IAA, nach Hannover kommen. Die fand bisher jedes zweite Jahr in Frankfurt am Main statt, bis die Aussteller mit dem dortigen Konzept nicht mehr zufrieden waren. Hannover hat sich nun für die IAA beworben, ganz zum Unmut der grünen Jugend. Was den jungen Grünen missfällt, bespreche ich jetzt mit Julian Mensack, dem Sprecher der Grünen Jugend Hannover. Herr Mensack, Sie wollen, die Grünen Jugend will, dass Hannover die Bewerbung zurückzieht für die IAA. Warum? Also wir fordern es deshalb, weil wir sehen, dass die IAA ja veranstaltet wird vom Verband der Automobilindustrie, das heißt dem Lobbyverband der deutschen Autohersteller. Und wir sehen es einfach nicht gegeben oder nicht als zeitgemäß an, zu Zeiten der Klimakrise eine Mobilitätsmesse zu veranstalten, die veranstaltet wird von den Autokonzernen, weil die massiv dazu beigetragen haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass wir eben jetzt in dieser Klimakrise stecken durch den hohen CO2-Ausstoß im Verkehrssektor. Aber ist es jetzt nicht so, dass auf der IAA auch Elektroautos, also klimafreundliche Fahrzeuge, vorgestellt werden? Ja, das ist sicherlich so. Wir haben das ja jetzt 2019 bei der IAA, als sie noch in Frankfurt war, gesehen, dass jetzt ganz groß geworben wird mit wir bauen neue Elektroautos und das ist die Rettung, jetzt könnt ihr alle weiter Auto fahren und es ist klimafreundlich. Das Problem, was wir daran sehen, ist, dass der Verkehrssektor tatsächlich der einzige Sektor ist, der im Vergleich zu 1990 nicht an Emissionen einsparen konnte, sondern sogar die Emissionen erhöht hat. Das heißt, unsere Vorstellung von moderner Mobilität liegt nicht daran, dass wir jetzt alle E-Auto fahren, sondern im Ausbau von ÖPNV, in mehr Radwegen und die Stadt lebbarer zu machen für die Menschen und nicht einfach nur die Konzerne dazu zu bringen, dass sie weiter Autos verkaufen können. Jetzt hat ja Hannover mit der CeBIT ein Messeglanzlicht verloren. Könnte jetzt nicht mit der IAA ein neues Messeglanzlicht hinzugewonnen werden? Das ist immerhin eine der weltgrößten Messeausstellungen. Ja, wir haben jetzt 2019 bei der IAA ja auch einen massiven Rückgang an Besuchern gesehen. Das heißt, ob man sich da jetzt wirklich in den Glanzlicht holt, wenn man eine Veranstaltung einer Industrie, die einfach der Entwicklung komplett hinterherhinkt. Hier in Deutschland hat man es ja auch sehr verpasst, in Elektromobilität beispielsweise zu investieren von den Autokonzernen. Das würde ich jetzt nicht als glanzlich bezeichnen. Und wie gesagt, für uns ist es am entscheidendsten, dass auf dieser Messe weiterhin eine Form von Mobilität promotet werden soll, die einfach nicht zeitgemäß ist in Zeiten der Klimakrise. Denkt man gerade an Australien, wo ja gerade tatsächlich die Welt ein bisschen in Flammen steht. Eine Messe bringt natürlich Besucher in die Stadt und Besucher bringen Geld. Kann Hannover auf dieses Geld verzichten ohne IAA? Also wir verstehen natürlich das Argument, dass Messen Geld bringen, aber man muss sich halt immer fragen, zu welchem Preis. Das heißt, Hannover würde, wenn die IAA hierher kommt, dabei helfen, weiter das Image der Autoindustrie wieder aufzupolieren, grün anzustreichen und dabei helfen, dass die Autoindustrie so tut, als könnte sie einfach weitermachen, wie sie es bisher getan hat und jetzt einfach Elektroautos verkaufen. Das heißt, wir sehen natürlich das Argument, warum man hier für die lokale Wirtschaft eine Messe herholen möchte. Das könnte man aber natürlich auch machen, wenn man andere Messen hierher holt, die eben nicht von den Automobilkonzernen veranstaltet werden. Nächsten Monat soll die Entscheidung fallen, für oder gegen Hannover. Es haben sich noch 6 weitere Städte bundesweit beworben. Was plant die Grüne Jugend, wenn Hannover den Zuschlag bekommt? Ja, die IAA wäre dann ja erst im Jahr 2021. Das heißt, unsere Planung ist jetzt noch nicht im Detail ausgereift. Aber wir werden auf jeden Fall, falls die IAA hierher kommt, mit Protesten vor Ort sein. Und wir haben ja jetzt auch im letzten Jahr 2019 gesehen, dass auch andere Bündnisse, nicht nur die Grüne Jugend, massiven Protest geäußert hat an der IAA. Und ich glaube, darauf kann sich die Stadt Hannover dann einstellen, dass das im Jahr 2021 nicht anders sein wird. Die Grüne Jugend will keine IAA in Hannover. Das war Ihr Sprecher Julian Mensack. Vielen Dank für Ihren Besuch. Danke sehr.